Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wenn ich mich in der Dunkelheit befinde, wenn ich ein Mensch bin, der voll ist mit Negativität, ja, natürlich gibt es solche Menschen. Es gibt aber auch Menschen, die sich beeinflussen lassen, die eigentlich gute Seelen sind. Es gibt keine Seele, die hundertprozentig gut ist oder nur hundertprozentig schlecht. Aber wenn ich eine Seele bin, die vielleicht eher sich in Richtung Dunkelheit bewegt, in Richtung Negativität. Und ich sehe da, dass andere Seelen immer mehr Licht in sich aufnehmen, immer positiver sind, immer wunderbarere Gedanken haben, immer mehr Licht und Liebe versprühen und auch sich immer mehr darüber bewusst sind, wie stark sie eigentlich sind, sich verbinden, sich zusammentun und auch immer mehr sich darüber bewusst sind, was wirkliche Freiheit ist. Nicht die Abhängigkeit von einem System, sondern das Vertrauen in den Schöpfer. Wirkliche Freiheit, zu wissen, was meine Seele möchte, mein Ego beiseite zu schieben und die direkte Verbindung mit dem Schöpfer zu suchen. Wenn ich weiß, dass es immer mehr Menschen gibt, die so denken, die so sind, und ich bin der Teufel, die Dunkelheit, das Böse, und ich weiß, dass ich niemals, niemals, nicht in meinen kühnsten Träumen das bekommen kann, was sie haben. Es ist unmöglich. Die Dunkelheit, der Teufel, kann niemals Licht und Liebe bekommen. Er kann niemals Licht und Liebe sein. Es ist absolut unmöglich. Und was mache ich dann? Na, wenn ich einfach nur böse bin, einfach nur Dunkelheit bin, dann versuche ich mit brachialer Gewalt das Licht, die Liebe, die Freiheit zu zerstören. Und je mehr ich sehe, dass das nicht funktioniert, desto mehr, desto stärker, desto heftiger arbeite ich daran, desto aggressiver werde ich womöglich auch. Denn da ist etwas, das kann ich nicht haben. Und ich bin die Negativität in seiner ultimativen Form. Ich bin der Teufel. Ich bin die Dunkelheit. Dann versuche ich das kaputt zu machen. Mit aller Gewalt, mit brachialer Gewalt, mit allen Methoden. Wir sind gerade in einer Situation, wo wir das sehen. Lasst euch nicht beirren. Und auch wenn es nicht funktioniert mit meinen Methoden, die ich normalerweise anwende, dann versuche ich Tricks. Dann schicke ich auch falsche Propheten los. Dann schicke ich auch plötzlich gedankenlos, ideenlos, von denen die anderen vielleicht denken können, die anderen, diejenigen, die im Licht sind, die in der Liebe sind, die in der positiven Energie sind. Dann verstecke ich mich. Ich tarne mich. Derjenige, der sich am besten tarnen kann, ist tatsächlich der Teufel. Er sagt nicht, ah, hier bin ich, hier bin ich. Passt gut auf. Nein, er sagt genau das Gegenteil. Er bringt euch auf die falsche Fährte. Er bringt euch in die Irre. Lasst euch nicht in die Irre führen. Lasst euch nicht auf die falsche Fährte führen. Prüft jetzt eure eigene Verbindung zum Schöpfer. Prüft jetzt das, was ihr seid. Ich habe heute was Wunderbares gelesen und ja, ich mag diesen Mann unheimlich gerne. Wim Hof. Wim Hof, ich kenne ihn seit Jahren nicht persönlich, aber ich sehe seine Videos. Das ist ein unglaublich starker Mann. Er hat ganz bestimmte Atemtechniken, mit denen er es schafft, seinen Körper immer an den Limit zu bringen. Es gibt ganz tolle Reportagen über ihn. Es gibt auch eine tolle Reportage einer jungen Frau, die ja, die mit Hilfe seiner Unterstützung auch wirklich an ihr Limit gekommen ist. Und wenn man sieht, was dieser Mann schafft, nackt durch den Schnee spazieren, also nur in einer kleinen Schwimmshorts oder in einem Bikini, stundenlang schwere Rucksäcke tragen. Er bringt den menschlichen Körper
unseren menschlichen Avatar an seine Grenzen. Er hat ganz tolle Atemtechniken. Ja, die auch auf einem Telegram-Kanal, den ich bei Ihnen, den ich natürlich hier auch immer wieder teile, den ich, ja, die auch wirklich, den ich auch immer wieder verlinke, weil da auch ganz tolle Videos drin sind. Was bedeutet das? Warum erwähne ich ihn hier? Ich erwähne ihn hier, weil ich Ihnen sagen möchte, dass der menschliche Körper, gesteuert durch die menschliche Seele, durch den Geist, dass dieser Körper so stark ist, dass unsere Seele so unendlich stark ist, mit der Hilfe des Schöpfers. Mit Hilfe des Schöpfers schaffen wir alles. Wir sind nicht klein und schwach und abhängig und krank. Wir sind nicht arme Würstchen. Wir sind unglaublich starke Wesen. Wir sind gesund. Wir sind kräftig. Wir haben Power. Wir können alles schaffen. Gemeinsam. Alleine sind wir tatsächlich klein und schwach. Wir sehen das auch in diesen Gruppen, wo sie mit dem Rucksack durch den Schnee gehen, wo man sich auch gegenseitig Mut macht. Du schaffst das, du schaffst das. Und da ist natürlich in jedem Einzelnen auch diese Angst. Ich schaffe das nicht. Wir sind hier inmitten der Wildnis. Mir ist kalt. Es ist auch immer eine Konzentration. Und es ist immer die Frage, in welche Richtung lenke ich meine Gedanken. Ich kann zitternd, kalt, eiskalt, mitten im Schnee stehen, mit einem schweren Rucksack. Und ich kann mich gehen lassen und sagen, ich schaffe das nicht. Ich stehe hier mitten im Schnee. Mir ist unglaublich kalt. Ich erfriere. Der Rucksack ist viel zu schwer. Ich schaffe es nicht, diesen Rucksack zu tragen. Ich konzentriere mich auf das Negative, auf die Dunkelheit. Ich lasse mich vom Teufel, lasse ich mich beeinflussen. Oder ich stehe in diesem Schnee und konzentriere meine Gedanken auf das Schöne. Ich spüre nicht, dass mir kalt ist. Ich spüre nicht, dass der Rucksack schwer ist. Ich sehe nur diese wunderbare Natur und ich bin so stolz auf mich, weil ich das geschafft habe. Mensch, Claudia, du bist so super. Du hast das geschafft. Du bist hier, hier an dieser Stelle, wo jetzt noch ganz viele kleine Gruppe von tollen Menschen mit dir zusammen ist. Wir sind ein Team. Wir haben das geschafft. Ich bin nicht alleine. Ich kann alles schaffen. Alles. Ich bin unglaublich stark. Keiner kann mich stoppen. Es ist immer die Frage, in welche Richtung lenke ich meine Gedanken? Und das ist auch gerade ein ganz, ganz gefährliches psychologisches Spiel, den Menschen einreden zu wollen. Wir sind schwach, wir sind abhängig. Es gibt keine Lösung, nur die Lösung von außen. Nein, die Lösung kommt niemals von außen. Die Lösung kommt immer nur von innen. Die Lösung ist immer nur in mir. Ich bin stark, ich bin gesund, keiner kann mir was. Ich habe auch schon viele Videos dazu gemacht, über Gesundheit auch und woher Krankheiten auch kommen. Wir sind so unglaublich stark, sogar ein Wim Hof. Es gab noch andere Menschen, die an das Limit gegangen sind. Es gab auch einen ganz tollen niederländischen ehemaligen Astronauten, der verstorben ist. Sogar er weiß nicht wirklich, wie stark wir sind. Sogar er weiß nicht wirklich, wozu wir imstande sind. Wir haben Kräfte, von denen wir selber nicht wissen, dass wir sie haben. Wir könnten tatsächlich Wasser spalten, nur mit unseren Gedanken. Wenn wir uns genug konzentrieren würden, wenn wir das Vertrauen in den Schöpfer hätten, wenn wir das Vertrauen in das hätten, was wir bekommen haben auf diesem Planeten. Stattdessen krabbeln wir auf dem Boden rum, beschäftigen uns mit Kleinigkeiten, beschäftigen uns mit Nebensächlichkeiten und bleiben in dieser niedrigen Energie. Wir haben die Chance und wir haben auch das Wissen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt, vor allen Dingen jetzt, in diese ganz hohe Dimension aufzusteigen, in diese Dimension, in der wir noch viel, 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 viel mehr erreichen können, als wir derzeit tun. Es ist wirklich an der Zeit,
Und wir sind ja gerade dabei, wir sehen es ja weltweit. Es ist an der Zeit, für viele, 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 viele Seelen gemeinsam diese Kräfte zu entdecken und diese unglaublichen Kräfte zu mobilisieren. Wir sind nicht schwach, wir sind stark, wir können alles erreichen. Und wir merken es gerade. Und ja, da ist natürlich diese Stimme von außen, die sagt, ihr bleibt klein. Glaubt mir, es ist nicht die eigene Stimme. Es ist die Stimme von außen, die versucht, uns zu beeinflussen. Die Dunkelheit, die hat es gerade richtig schwer, auch wenn es genau umgekehrt aussieht. Es geht immer um Realität und Illusion. Das hier, was gerade passiert, ist eine gigantische Illusion. Es ist ein gigantischer Film, aufgebaut, der wird gerade abgespielt im Auftrag des Bösen, um uns auf die falsche Fährte zu bringen.